Also, Herr Pelz, jetzt mal ehrlich, so ganz habe ich das jetzt auch nicht verstanden. Ja, ich möchte die Kanzlerin ermutigen, dass sie jetzt nicht auch hinwirft und da Kasse macht in der Wirtschaft, sondern dass sie das zu irgendeinem Ende, zu einem glücklichen Ende bringt, ihre, also ich sage jetzt nicht direkt Kanzlerschaft, ich würde mal sagen, so ihr Verwaltungsvolontariat, ja, haben Sie nicht manchmal das Gefühl, denen gehen langsam auch die Nachfolger aus? Sie meinen, es will keiner mehr machen? Sozusagen. Nein, da können Sie völlig unbesorgt sein, glaube ich nicht. Es wird sich immer genügend Personal finden, das bodenlose Naivität mit politischem Gestaltungswillen verwechselt. Ja, findet Moment. Die Politikwissenschaft spricht ja zum Teil schon, der Korte hier vom ZDF, ja, spricht schon von einer, wie er gesagt, Bevölkerungsverdrossenheit bei den Politikern. Ach was. Die haben von uns möglicherweise die Schnauze noch viel mehr voll als umgekehrt. Oh, das ist eigentlich ein ganz origineller Gedanke. Ja, vielleicht denkt man tröstlich, aber ich bin mir nicht sicher. Schauen Sie mal, letztes Jahr sind in Deutschland 7 Kommunalwahlen abgesagt worden, weil es keine Kandidaten gab. Ja, kommunal, gut, kann man sagen, wurscht, ne? Aber was ist, wenn das aufgeht zum Bund, ja, wenn irgendwann gar keiner mehr gewählt werden will? Ja, aber hören Sie, das passt doch gar nicht schlecht. In Nordrhein-Westfalen sind über 40% gar nicht mehr zur Wahl gegangen. Ja, ja. Wenn gar keiner mehr gewählt werden will, das haut doch hin, wenn auch gar keiner mehr wählen geht. Ach so. Interessante Staatsform. Hm? Ja, und, aber sagen Sie, wer regiert dann? Keiner, oder was? Geben Sie mir was weiter, das macht mich ganz nervös. Herr Pelzig, sehen Sie, es ist doch so, wenn die letzten Monate uns irgendetwas gezeigt haben, ja, dann ist es doch das, dass ein wirkliches Handeln in unserem Land gar nicht mehr aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse gar nicht mehr möglich ist. Das sehen Sie. Ein gutes Dutzend global agierender Finanzhäuser hat die Macht übernommen und hat sich von der Demokratie schon längst verabschiedet. Schon längst. Sie können ihr Gebinde, können Sie der Demokratie aufs Grab werfen von mir aus. Als Trauerkranz oder was es sein soll. Ja. Er hat ja recht, ich weiß es ja. Manchmal möchte ich ja auch alles zusammenschlagen. Ja, aber dann bemühe ich mich trotzdem, dann bemühe ich mich konstruktiv zu sein und positiv und dann bemühe ich mich anzuerkennen, ja, dass dann so eine Merkel oder all die anderen, dass sie versuchen, ihr wichtiges Amt dann wenigstens mit der Sinnlosigkeit der eigenen Existenz zu bereichern. Ja. Was sollen wir denn machen? Sollen wir jetzt alles aufgeben, auflösen? Jetzt habe ich schon, in den letzten Tagen habe ich schon in Zeitungen ernsthaft gelesen, die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, einen Bundespräsidenten, das wäre nur noch ein Kostenposten, dass man das einsparen könnte. Ein Kostenposten. Entschuldigung. Also ich meine, wir brauchen doch eine Symbolfigur als Volk, als Staat, eine Symbolfigur, die aber nicht direkt in der Politik tätig ist. Ich gebe allerdings zu, dass der Mangel an untätigen Symbolfiguren gerade nicht unser Problem ist, ja. Mit untätigen Symbolfiguren versorgt uns die FDP schon überreichlich, ja, wobei, nein, ich sage jetzt nichts zur FDP, das ist auch taktlos, auf Toten soll man nicht rumtrampeln, ja, aber, hören Sie auf! Das ist viel zu billig. Nee, aber dann habe ich gedacht, gut, Bundespräsident, ja, Kostenposten. Ja, habe ich gesagt, was sind jetzt die Postenkosten von dem Kostenposten? Ja, was kostet er? Ja? Etat des Bundespräsidialamtes im Jahr 30 Millionen Euro. Klingt erstmal viel, aber ich habe es ausgerechnet. Es sind pro Bürger und Jahr 37 Cent. Ja, ich meine, was will man da auch erwarten? Für 37 Cent kann man nicht erwarten, dass ein Bundespräsident seine Rücktrittsrede in freier Rede hält. Ja? Also, und 30 Millionen ist nicht viel, vergleichen Sie das mal mit den Engländern. Diese Queen, ja, der schieben sie jedes Jahr 80 Millionen hinten, also nüber. Ne? 80 Millionen.
Und es sind da pro Kopf 1,60 Euro umgerechnet, was sie dafür zahlen. Und damit versorgt sie ja nicht nur sich, sondern auch noch ihre ganze missratene Sippe und die Schlössli, die Pferdli, die Kütschli, die Drecksköder, den ganzen Plunder. Ja, da ist ein Bundespräsident mit 37 Cent, das ist ein Discount-Schlaucher, kann man sagen. Ja. Allerdings muss man sagen, die Queen amortisiert sich ja in gewisser Weise, weil sie ist ja wirklich ein Werbeträger für die Insel. Das rechnet sich. Ein Bundespräsident hat sich von dem her gesehen noch nie gerechnet. Aber mit dem Wolf könnte sich das ändern. Also der Wolf ist ja wirklich einer, das ist ja so der kuschelige Typ. Ne? Ich könnte mir diesen, einen Bundespräsidenten Christian Wolf könnte ich mir sehr gut als Steiftier vorstellen. Ja. So, ja. Oder als Hausschuh. Ne? So. Oder als Bärchenwurst, ja? Kennen Sie die Kinderwurst mit dem fettigen Lächeln? Ja? Ich finde, die Rolle als lächelnde Wurst ist dem Wolf direkt auf den Leib geschrieben. Also mit dem Wolf könnte man Geld machen, mit dem Gauk wird es schwieriger. Der ist halt nicht so gut vermarktbar. Ist ja noch offen, ist ja offen. Einer von den beiden wird es, das ist klar. Beide sagen ja, sie wollen den Menschen in schwerer Zeit Mut machen. Das finde ich sehr gut. Mut, das brauchen wir jetzt, oder? Das brauchen wir. Mut, das ist doch eine Situation jetzt wie im Flugzeug, wenn es so richtig rumpelt im Luftloch. Ja, die Flammen schlagen aus dem Cockpit. Es geht abwärts, dann brauchen wir Flugbegleiter, die uns Mut machen, die ehrlich sind, aber zuversichtlich trotzdem, die lächeln und sagen, jawohl, wir stürzen ab. Aber das Bier reicht noch, bis wir unten aufschlafen. Ja? Ja, solche Leute brauchen wir. Und hören Sie mal, wenn wir mal ehrlich sind, ja? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann wissen wir doch auch, dass wir abstürzen, oder? Man spürt's doch, es geht so nicht mehr weiter. Wir ersaufen in unseren Widersprüchen. Dieser Psychoanalytiker Erich Fromm hat mal den schönen Satz gesagt, eine gesunde Wirtschaft braucht kranke Menschen. Und dann habe ich die Bilder gesehen von diesen Menschen, die sich 10, 12 Stunden lang nachts in den Regen gestellt haben, vor dem Geschäft gewartet haben, um am nächsten Morgen als allererster ein iPad kaufen zu dürfen. Ja? Und wie ich das gesehen habe, da war ich doch positiv überrascht, wie gesund unsere Wirtschaft doch zu sein scheint. Ja? Und insofern warne ich vor der Depression. Ja? Und zwar nicht unbedingt, weil vielleicht alles viel besser wird, sondern ich warne vor allem vor der Depression, weil vielleicht alles noch viel schlechter wird. Und schauen Sie, da beginnt für mich in dieser elenden Krise die wahre Lebenskunst. Wenn man denkt, warum sich schon heute aufhängen, wenn es nächstes Jahr viel bessere Gründe gibt. Das ist hier aus. Das war weg.